Ob es nun soziale Netzwerke oder die NSA-Affäre ist, Big Data ist überall. Aber was genau bedeutet Big Data? Welche Chancen und welche Gefahren sind damit verbunden? Diesen und weiteren spannenden Fragen gingen Wilfried Stadler und seine renommierten Gäste in der Diskussionsreihe Open Minds nach. Big Data ist zwar klassisch definiert durch die Geschwindigkeit, die Menge und die Unterschiedlichkeit der Datenformate, aber ich glaube, heute verstehen wir unter Big Data dieses digitale Datenuniversum, das uns umgibt. Das heißt, dass wir heute von unserer Wohnung, von unserem Smartphone, von unserem Auto, von unseren Beziehungen mit Unternehmen eigentlich überall erfasst werden. Man hat auf einmal vielfältigste Daten und Informationen aus verschiedensten Quellen und steht eigentlich vor der Herausforderung, diese Daten angemessen aufzubereiten und mit angemessenen Analysetechniken so abzufragen, dass man tatsächlich die Entscheidungen treffen kann und Fragen beantworten kann. Für diese gewaltigen Datenmengen sind spezielle Methoden der Datenerhebung notwendig, um Ergebnisse erzielen zu können. Ergebnisse, die auch für das alltägliche Leben von großer Bedeutung sind. Man kann Dinge daraus rechnen, die man vorher gar nicht sehen hätte können oder fassen können, was wahnsinnig interessant ist, Forschungsbereiche, Medizin, was weiß ich. Die Vorteile dieser Technologien sind, dass sie uns Einblicke ermöglichen und Analysen in Systeme, die so komplex sind, dass wir ohne diese Technologien entweder nicht die Tiefe des Einblicks bekommen oder nicht die Schnelligkeit. Auch auf die Wissenschaft und den universitären Sektor haben digitale Methoden immer mehr Einfluss. Dadurch werden in den spezifischen Arbeitsfeldern neue Perspektiven eröffnet. Das Phänomen Big Data zeichnet eigentlich aus, dass diese Daten verknüpft werden können, um neues Wissen zu generieren. Und das ist eigentlich auch so eine Perspektive, die dieses Thema sehr interessant macht, nicht nur für wirtschaftliche Zusammenhänge, sondern auch für die Wissenschaft. Weil wir natürlich in den verschiedensten Anwendungsbereichen, wenn wir empirisch wissenschaftlich arbeiten, vor der Herausforderung stehen, dass wir Daten brauchen, um Hypothesen testen zu können, um Sachverhalte analysieren und verstehen zu können. Und da ist die Verfügbarkeit von diesen Daten sehr hilfreich. Ich glaube, dass die digitalen Methoden das Zukunftsfeld der klassischen Geisteswissenschaften sehen werden. Wir sehen im Grunde, dass die digitalen Methoden in dem Bereich der Digital Humanities ein neues Förderungsprofil bekommen und auch in der mittelfristigen Zukunft viel stärker einrücken in Förderprojekte und dergleichen. Das heißt, wir sehen hier schon eine kommende Trendwende und wir müssen aber auch sehen, wie mit diesen Daten dann umgegangen wird. Trotz der neuen Möglichkeiten, die Big Data in seiner wirtschaftlichen, sozialen und wissenschaftlichen Bandbreite bietet, waren sich die Diskussionspartner über die manchmal auch unbedachten Gefahren der elektronischen Datenverarbeitung einig. Wo sozusagen das große Problem liegt, ist, wenn ich sozusagen dadurch probiere, in die Seele eines Menschen oder in dem seine Gedanken einzudringen. Das heißt, ich kann aus solchen Daten auch Dinge herausrechnen, die vielleicht ein Mensch gar nicht selbst über sich weiß, durch Massenanalysen und durch sozusagen Verrechnung mit anderen Daten, die ich schon habe und so weiter. Aber ich glaube, dass je bewusster man etwas benutzt, je mehr man darüber weiß, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die Gefahren vermeiden kann und die positiven Effekte lukrieren kann. Das heißt, wichtig ist, sich zu informieren, die Systeme dahinter zu verstehen, also zum Beispiel zu verstehen, dass jemand, der mir eine App gratis gibt, die irgendwie finanzieren muss und daher meine Daten verwenden wird, um diese Finanzierung zu bestreiten. Durch das hohe Maß an Diversität konnte die hochaktuelle Diskussion rund um Big Data dem Publikum spannende Einblicke und neue thematische Zugänge geben. Was ich aber sehr stark mitgenommen habe aus der Veranstaltung war, also ich bin ja Parlamentarier auch, das waren schon, es hat schon einige konkrete Antworten gegeben, jetzt für mich ganz praxisrelevant, wo ich zum Beispiel, wo Sinn machen würde, dass ich Anträge dazu mache oder mich dafür einsetze. Also zum Beispiel, was mir gefallen hat, war die Idee, dass man Daten zum Beispiel zweckbinden kann, dass es da vielleicht eine gesetzliche Regelung Sinn macht. Die Inputs von Max Schrems haben mich sehr angesprochen. Das war sehr interessant, das zu hören, die Aktivitäten, die da schon gelaufen sind und noch immer laufen. Diese spannende Präsentation einfach war gut zum Zuhören und hat einfach wirklich neue Impulse auch gegeben. Ich habe vor allem dann die wirtschaftsnahen Anwendungsfelder mitnehmen können, die mir so in meinem Feld der Forschung, aber auch in meinem Feld der theoretischen Reflexion so noch nicht untergekommen sind.
Die Open Minds Veranstaltung zum Thema Big Data fand beim Publikum großen Anklang und war ein voller Erfolg.